Hallo, hier ist der Martin von MoneyMankeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 27.05.2024. Ja, und unser DAX kriegt hier einfach seinen Nagel nicht reingeschlagen. Ja, er tut sich einfach damit schwer, hier mal ja, gerade einen Nagel reinzuschlagen, einfach mal Nägel mit Köpfen zu machen, und hat sich zum Freitag hier jetzt auch wieder deutlich hochgezogen. Ganz zu überraschen kam es ja nicht, muss man ja sagen. Haben ja schon doll angezweifelt in der Analyse für den Freitag, ob das denn überhaupt was werden soll. Hatten gesagt, er wird wahrscheinlich eher hier unten nochmal drunter, hier irgendwie zwischen 5,30 und 4,40 einen Tief setzen, sich von dort dann aufdrehen und wieder hoch. Zumindest wäre das typisch für einen DAX an einem Freitag, wäre ein typischer Freitagsverlauf hin zu seiner statistischen Wahrscheinlichkeit, ne, hat gesagt, Wahrscheinlichkeit, dass der hier einfach nach unten durchrauscht und unten stehen bleibt, die liegt fast bei 10%, was für einen Trade oder für uns Trader halt einfach ungeeignet ist, weil wir ja hier versuchen wollen, mit den erhöhten Wahrscheinlichkeiten zu traden, die uns die Charttechnik eben als Methodik gibt. Und das war hier nach unten jetzt nicht gegeben zum Freitag, und deswegen hat man gesagt, sollte man sich eher darauf einstellen, dass der vielleicht hier unten noch ein Tief setzt, dann wieder auftritt und einen grünen auftritt, sich hochstellt, oben zur Seite rausgeht und dann den Tageskerze eben auf grün stellt. Das hat er getan, ist sogar sehr hoch rausgekommen, auf die 700 gelaufen. Die 700 hatten wir gestern auch besprochen als obere Begrenzung, so 727. Hatten auch so ein bisschen gesagt, darüber würde die SKS halt ein bisschen den Nährboden verlieren. Aber die Botschaft war ja in dem Sinne, dass er zum Freitag einfach seiner statistischen Wahrscheinlichkeit nachkommt, sich hochstellt, zur Seite läuft und dann zum Montag nochmal probieren kann, abzudrehen. Und ich würde das auch so erstmal stehen lassen. Für mich ist diese Intensität oder die Ausprägung der Tageskerze sicherlich beachtenswert. Wir gucken auch gleich nochmal einen Tageschart. Aber trotzdem, wenn der schlecht reinkommt und der bockt hier nach 39 ins neue Tagestiefs rein, dann kann der ohne Probleme bis unter das Tief wieder drunter rammeln. Ja, also Ziel wäre dann tatsächlich 18.500 und tiefer, wenn er sich hier eintritt und am Montag uns unten rausboxt. Also unter 6.30 wäre Minimum Pflicht. Ja, darunter, alles was man unter 6.30 sieht, ist im Grunde genommen eigentlich nach unten schon fast wieder freigegeben für Shorts. Ja, weil es wäre dann nur das statistische Freitagshochgezerre gewesen. Und wenn er dann jetzt zum Montag abklappert, haben wir auch gestern so gesagt, oder nicht gestern, sondern im Freitagsvideo so gesagt, zum Montag würde ihm das besser stehen, dass er dann unten rausrummelt. Ja, das Einzige, was er eben nicht oder was er jetzt vermeiden sollte, wäre jetzt hier oben drüber zu laufen. Ich würde es vielleicht mit der 27 nicht mehr so, wir haben hier gesagt 27, 37 zum Freitag, so ein bisschen als Abbruchbedingung, ne? Ich würde sie schon ein bisschen höher ansetzen, ich würde das letzte markante Hoch hier nehmen, die 57, die hat er jetzt wirklich lange verteidigt und immer wieder nach unten abgewertet. Ich denke, wenn es ihm gelingen würde, die zu überbieten und auch zu halten, macht er sich nach oben wieder am Weg frei, kann aus der SKS-Formation mehr oder weniger austreten und den Trigger so ablaufen. Ne? Deswegen würde ich ihn so stehen lassen. Das hatten wir ja gesagt, gucken wir uns am Montag dann nochmal oder für den Montag dann nochmal an, wenn er hier oben rausschießen sollte, ob man den Trigger so lassen oder anpassen. Ich würde ihn trotzdem so stehen lassen, in der Hoffnung, dass uns hier nicht noch ein Fehlsignal reinsetzt, weil Fehlsignale sind momentan ja recht viele. Ja, also wenn er hier wieder plus 57 ransticht, kurz drüber läuft und wieder nur umkippt nach unten, dann kann man hier oben auch shorten. Ja, also, weil, was macht er momentan? Ja, er rammelt irgendwo unter den Tief drunter, dann kommt er wieder hoch. Dann rammelt er oben irgendwo drüber, dann kommt er wieder runter. Dann sticht er unten wieder drunter, geht oben wieder drüber, geht unten wieder drunter. Spricht doch nichts dagegen, jetzt hier oben wieder drüber zu gucken und dann doch wieder unten runter zu stechen. Ja, also, solange der Kerl hier jetzt nicht in Trendlaune ist, betrachtet man erstmal auch so, wie er betrachtet werden will. Und das ist jetzt erstmal die Perspektive, dass wir sagen, gestern hü, morgen hot. Und das heißt, im Grunde genommen wird ihm das auch wirklich stehen, jetzt am Montag hier die Grätsche zu machen. Ja, heißt aber für mich auch klar, ich will unter 700 nach unten tendieren haben. Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt short gehen, wenn er bei 37, 47, 87 steht. Das würde mir nicht gefallen. 8,20, 8,30 würde ich ungern shorten wollen. Würde ich mir dann eher so angucken, einfach aus Interesse, wie geht er jetzt mit einem neuen Hoch da oben um, kriegt er das gestanden, kriegt er das nicht, wäre dann schon fast eher für mich auf der Long-Seite interessant, ja, für den Fall der Fälle, er kriegt es hier oben gestanden, dass er sich dann noch Richtung 800, 880, 920, 89 rausgehoben kriegt, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass wir das noch kriegen, aber ob wir vorher noch die SKS fertig machen, ist halt die Frage.
Und der DAX kann das. Man kann so eine SKS auch wirklich rauszögern. Da ist er Profi drin, sowas eben nicht bilderbuchmäßig oder lehrbuchmäßig ablaufen zu lassen, sondern irgendwie noch ein bisschen so die Leute kirre zu machen, dass nachher gar keiner mehr weiß, was da eigentlich passiert ist. Und am Ende ist es doch einfach eine SKS-Auflösung gewesen. Das ist ganz oft so im DAX, ja. Es ist wirklich sehr interessant und auch oft von uns immer wieder erzählt. Und es ist immer wieder interessant, das dann auch live eben auch zu kommentieren, weil es wirklich immer ganz schönes Gewusel ist halt. Ne? Und am Ende kriegt das trotzdem meistens hin, sein Ziel noch abzuklappern. Bin ich sehr gespannt, wie es macht. Deswegen Montag unterhalb von 700 ist für mich eher eine Orientierung nach unten. Bis im Zweifel unter das Tief vom Freitag wieder drunter. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Und drüber gucke ich mir ein bisschen an. Insbesondere 57, das ist jetzt eigentlich so der Knackpunkt nach 57, 67. Wie geht er da mit einem neuen Hoch um und reagiert er da direkt auf ein neues Hoch mit einer roten Stundenkerze, kriegt er auch einen Short auf die Fresse. Also, da muss dann auch der Stop-Loss drüber, ja, das sollte man dann nicht Risiko unbegrenzt irgendwo platzieren. Und wenn er sich dann doch wieder umdreht und drückt sich oben raus, hätte schon die Chance, ja, hier in die obere Kante reinzulaufen, ja, das bleibt bestehen. Aber ich gucke mir ihn momentan sehr genau an, wenn er ein Signal setzt. Ob es denn dann nicht ein Fehlsignal wird, weil davon haben wir ziemlich viele hier gerade momentan gehäuft. Ja, und ich weiß nicht, der nächste Verfall, Juni-Verfall steht voraus. Vielleicht tut er sich bis dahin auch noch ganz schön verrammeln hier. Gucken wir mal. Ja, aber unter 700 für mich eher eine abwärtsorientierte Betrachtung und drüber Entscheidungszonenspiel. Muss er sich zeigen, ob er sich beweisen kann. Er hat ja das Potenzial, er hat ja das Zeug, er hat ja aufgelöst, Keil, er hat vieles im Nacken, was ihm erlauben wird, hier dynamisch nach oben durchzurennen. Er tut's ja nicht. Er tut's einfach nicht. Ja, sollte es aber doch tun, ich stelle mich dann nicht dagegen. Der darf dann das machen. Ich würde dann eher long mitgehen. Ja, das würde ich so klar formulieren, wie es ist. Aber ich gucke es mir sehr genau an. Und wenn das eben nicht zieht, und er wirklich sichtbar dran scheitert, das eben zu machen, dann kriegt er den Short. Dann muss er mit klarkommen. Ja, gut, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt was mit anfangen. Wünsche euch viel Erfolg am Montag und vergesst mal Seminar nicht. Ich schicke jetzt gleich noch die ganzen Mails. Ich habe letzte Woche nicht viel geschafft. Raus. Wenn ich es richtig im Blick hatte, waren 6 Plätze noch frei. Ich glaube. Oder sogar plus 5. Ja, also es wird langsam dichter, was die restlichen Plätze angeht. Wer noch Interesse hat, meldet euch einfach. Schreibt eine Mail an seminar@money-monkeys.com und dann gucken wir uns dort alles an. Alles. Alles gucken wir uns an, was ich irgendwo mit einbeziehe. Versucht das für euch schön komprimiert zu machen, nicht irgendwelchen anderen Schmotter, den wir aus irgendwelchen Lehrbüchern abschreiben oder abmalen, den ihr aber nicht anwenden könnt, weil wir ihn auch nicht anwenden können. Das machen wir alles nicht, sondern gibt wirklich nur das Need to Know an die Hand. Ja, wie man sich im Markt orientiert, Zeichen setzt, Marken setzt, Routen ableitet, dass ihr das selber auch ableiten könnt, dass ihr selber eben wisst, von wo bis wo könnt ihr. Das, was ich schon mal erzähle, diese ganzen Tagesregeln, auch sowas, was wir mit dem Freitag jetzt besprochen haben, das gibt es ja für jeden Tag, gibt es so ein Setup oder so ein Regelwerk. Und dann eben das ganz wichtig, wie packt man das in ein Setup? Ja, wie kriege ich ein sauberes, routiniertes Setup hin? Und Schlusssport wird dann Psychologie, dass man eure Birne einfach richtig frisiert kriegen halt. Ne? Einmal eine Gehirnwäsche von mir für euch, damit ihr klarkommt, ja, damit ihr wegkommt von diesem instinktiven Anfängergefummel, was am Ende doch immer wieder nur mehr Geld kostet, als es dann eingebracht hat. Ja. Gut, Freunde. Wer da Interesse hat, einfach melden. Und dann in Frankfurt, 29. 30. Juni. Und ich mache jetzt hier aus. Wünsche viel Erfolg. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.